Hallo und herzlich willkommen damit zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal mit ja einer weiteren Videoreihe oder einem weiteren Video zu der Reihe Lohnt es sich oder lohnt sich, wie auch immer man es betiteln mag, mit der SBC von Mathieu Valbuena, der ja relativ überraschend, muss man sagen, kam, aber EA hatte hier so ein bisschen ein Händchen für zuletzt überraschende SBCs zu bringen, gerade bei dieser Rückblick-Geschichte. Und Valbuena kam jetzt, spielt mittlerweile in der griechischen Liga bei Olympiakos Piräus, hat einen 87er Rating bekommen. Valbuena ist ja schon durchaus ein bekannterer Spieler und auch ein relativ beliebter Spieler in FIFA tatsächlich war eine Zeit lang gewesen. Gucken wir aber bei seiner Karte mal genauer hin. Hat halt einen 87er Rating, ist ein ZOM, 89 Tempo, 92 Dribbling, 83 Schuss, 44 Def, 91 Pass, 68 Physik. Werte lesen sich soweit wirklich, wirklich gut. Und Pace ist absolut okay, 89er Tempo. Das könnte man sogar noch boosten, wenn man das so will. Die Schusswerte sind mehr als solide für einen 10er, den er eigentlich ist. Auch wenn ich sagen muss, dass 10er dieses Jahr in FIFA allgemein nicht so lohnenswert sind. Sein Pass ist auch definitiv richtig, richtig gut. Mit 10 halt entsprechend. 93 Kurzpass, 87 Langpass. 93 Ife ist auch wirklich gut. Beweglichkeit 92 ist hervorgehoben mit 99 Balance. Der hat wirklich alles, was man braucht. Ruhe mit 75, die könnte wirklich noch ein bisschen besser sein, muss man tatsächlich sagen. Die Ausdauer mit 93 ist stark. Das ist gerade für einen ZOM sehr, sehr wichtig. Denke da an Son bei mir zum Beispiel, der immer wieder auf dem Zahnfleisch läuft, weil er halt eben viel gejagt wird. Deswegen wäre eine 93 oder ist eine 93 wirklich gut. Leider nur 52 Stärke ist schade. Und ja, Sprungkraft und sowas braucht man nicht so drauf achten. Aber jetzt kommen wir zu dem großen Haken, den dieser Valbuena hat. Denn Valbuena hat nur 3 Sterne Weakfoot. Das ist wirklich schade. Und halt auch nur 3 Sterne Skills, wobei mich persönlich die Skills nicht wirklich stören würden, wobei man die bei einem 10er auch mal gerne haben könnte. Sagen wir es mal so, das ist diplomatisch ausgedrückt. Und ja, das kann man dazu sagen. Gucken wir jetzt mit 10 mal selber rein. Kommen aber zu dem Punkt, der das Ganze wirklich schon reizvoll macht. Ihr seht schon, es ist eine SBC. Ich habe es erstmal komplett verkackt. Gehen da rein und gucken uns das an. Wir brauchen ja den 83er Rating mit 2 Team of the Weeks. Ich habe eben reingeguckt, das sind ungefähr 60k, wenn ich gerade nicht falsch liege. Ich gucke nochmal zur Sicherheit, dass ich es euch gerade sagen kann, weil es schon ein bisschen her war, als ich geguckt habe. Ich tippe es mal gerade ein. Warte kurz, dass ich hier nichts Falsches von mir gebe. Valbuena, Alter. So. 87er Rating. Ja, ich will sehen, wer kostet. Ich kann es euch genau jetzt sagen. Stand 26.01.2003. 50.000. 51.000 auf der PlayStation, 58.000 auf der Xbox. Ist halt wirklich reizvoll von dem her, wenn man das so nimmt. Und 83er Rating, 2 Team of the Weeks, das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, das könnten aktive Spieler tatsächlich sogar aus dem Verein vielleicht sogar machen. Und wenn man das betrachtet, ist der gar nicht so uninteressant. Ja, gucken wir uns aber mal an, was dann so an Alternativen noch vorhanden wäre. Ich habe sie noch gar nicht umbenannt, fällt mir gerade auf, noch von Benier da gerade eben vom Video. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber sehen halt wirklich gute Werte. Ich habe reingeguckt, wie immer, was ist vergleichbar. Ihr wisst ja, ich gucke erst immer, was es in der Liga für vergleichbar gibt und was in der Nation. Dass wir im Prinzip die Richtung, in die ein Team gehen kann, mehr oder weniger abgedeckt ist. Hier muss man aber tatsächlich sagen, die Liga, die können wir uns mal wirklich ersparen, weil das die griechische Liga ist. Die ist ja im FIFA nicht wirklich lizenziert. Da gibt es halt nur Olympiakos, glaube ich. Und noch vielleicht ein, zwei Vereine, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig. Und das war's dann. Auf jeden Fall ist die nicht vollends vorhanden. Deswegen habe ich mir das erspart und habe nur eine Alternative, wodurch das Video auch heute etwas kürzer ausfällt. Und die ist Payet, muss ich sagen. Warum Payet? Weil, gucken wir uns die Stream-Version von ihm mal an. Weil er tatsächlich, gerade mal auf den Markt gucken, wo der liegt. Ja, das ist auch das, was ich eben gesehen habe, ungefähr 60.000. Weil der halt eben auch so ein 10er ist. Ich habe von den Werten her geguckt, Franzosen, es gab da wirklich nicht mehr viele Möglichkeiten. Aber jetzt halt alles in allem, gucken wir uns auch die Werte mal gerade an, ist der etwas schwächer. Hat
weniger Tempo hat, weniger Schuss hat, weniger Pass, wobei das nicht so wichtig ist, hat bedeutend weniger Beweglichkeit und Balance, das kann man hervorheben, ein bisschen mehr Ruhe, weniger Ausdauer, mehr Stärke. Also es ist schon so, dass, wo das eine fehlt, ist da beim anderen bei ihm nochmal gefühlt mehr, wenn man da mal so die Stärke betrachtet. Aber der Vorteil halt an Payet ist, er ist halt tradable, wobei ich sagen muss, bei 50k kann man das, hält sich das in Grenzen. Aber Payet hat halt auch den Vorteil, dass der 4 Sterne hat, also 4 Skills und 4 Reinforce. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Der hat hochgeringe Arbeitsrahmen, das ist okay. Für ZUM passt das. Ja, und halt auch die Werte so sind gut. Bei Valbuena sind die halt schon so ein bisschen Premium-mäßig, könnte man fast sagen. Deswegen, ja, käme ich zu dem Schluss, da würde ich sagen, ob man Valbuena machen soll, muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass man ihn machen kann. Es ist halt schwer, ihn zu leaken, wenn man jetzt ein Vollfranzosen-Team spielt oder so und immer gerne haben will, um zu testen oder sowas. Kann man gerne machen. Bei 50.000 nicht die Welt. Selbst wenn man ihn nicht mehr spielen würde, hätte man immer noch ein 87er-Rating. Was ja allgemein jetzt auch nicht so das Billigste ist. Und Franzosen kriegt es auch in der SBC eigentlich immer gelingt. Deswegen würde ich sagen, man kann Valbuena machen. Hat wirklich gute Werte, interessante Werte. Leider halt keine 4-Sterne-Rekrut. Wenn er die gehabt hätte, hätte ich ihn bestimmt auch gemacht und mal zumindest ausgetestet. Dadurch ist er leider uninteressant. Mich würde aber auch dazu mal eure Meinung interessieren, wie ihr das Ganze seht. Wie gesagt, 10er bei mir sind immer so eine Sache für sich. Ich halte ja in diesem FIFA nicht so viel davon. Das habe ich ja schon öfter durchscheinen lassen. Weil ich ganz einfach finde, dass man eigentlich mit 4 Stürmern vorne klarkommen könnte. Aber nur so viel dazu. Wie gesagt, mich würde eure Meinung interessieren dazu. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt gerne rein, ob ihr Valbuena machen würdet. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum denn nicht? Und ja, hoffe, dass ich euch beim nächsten Mal wiedersehe, beim nächsten Video. Es ist jetzt ein bisschen kürzer gewesen. Aber soll ja jetzt nicht zur Sache tun. Hoffe, dass es trotzdem gefallen hat und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Also, danke fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.